Also der Studiengang Bühnen- und Kostümbild oder ein Studio des Studiengangs hat eben den von Ihnen vorhin beschriebenen geschützten Raum der Hochschule im letzten Semester verlassen und gemeinsam mit Knut Klaassen und eben Studierenden beider Fakultäten waren wir 3 Monate in einem Projektraum Satelliten der Hochschule direkt am Hauptbahnhof, den wir Intercity Strudel genannt haben, weil er direkt hinter dem Intercity Hotel war. Und dort haben sehr viele Projekte stattgefunden, eben aus beiden Fakultäten. Und es war eine sehr schöne Zeit. Es war aber auch sehr schnell spürbar, dass wenn man die Hochschule verlässt, die Situation vor allen Dingen am Hauptbahnhof im urbanen, ist eine Wespe, im urbanen Raum in Dresden gefährlich wird oder sehr schnell gefährlich werden kann. Nicht nur, aber auch sehr stark für unsere internationalen queeren Studierenden. Und das heißt, wir haben uns dieses Semester auch sehr eingehend mit der Situation beschäftigt. Ich möchte mit einem Zitat von Shenya, vorlesen dazu. Angst vor dem öffentlichen Raum ist ein normaler Bestandteil meines Alltags. Als in Russland geborene jüdische queere Person mit israelischem Pass fühle ich mich seit einigen Jahren sehr ungeschützt, wenn ich mein Zuhause verlasse. Jeden Tag, wenn ich rausgehe, fühlt es sich wie eine Kriegsbegegnung an. Jede Person scheint für mich potenziell gefährlich. Jede Straße bietet alle schlimmsten Szenarien an, die mir passieren könnten. Und das war der Ausgangspunkt für die Arbeit Mehrsamkeit, eine Performance im öffentlichen Raum. Also die Shenya mit einer großen Figur, die kollektiv bewegt sichtbar wurde, entwickelt hat. Und diese Performance hat uns, hat auch Hellerau gleich, ich bin aus Hellerau gleich, uns Lehrende, die Kommilitonen sehr, also zum einen involviert, als auch sehr beeindruckt. Und generell ist eben auch wirklich ein Grund für diesen Preis, die hohe künstlerische Qualität von deiner Auseinandersetzung mit traumatischen Erfahrungen und Bedrohungen durch Kriege, Flucht und auch den Alltag in Dresden. Und die künstlerische Umsetzung, die Kraft der künstlerischen Durchdringung, die Kraft der künstlerischen Umsetzung ist, finde ich, sehr beeindruckend und habe dich deshalb vorgeschlagen für diesen Preis. Okay. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, also zusammenfassend, wenn ich das noch kurz machen darf, geht es uns natürlich im Miteinander unsere Potenziale auch in der Stadt sichtbarer zu machen und diese innovativen Projekte und auch Konzepte in der Stadt, die jetzt auch angesprochen wurden, Intercity Strudel zum Beispiel, es gibt natürlich, dort kann man vielleicht noch weiterentwickeln, sind ja genau diese Möglichkeiten, wo wir schließlich künstlerisch sehr wirksam werden in die Gesellschaft hinein und wir sie dann als Absolventin, dann wenn es so weit ist, mit bestem Gewissen sozusagen in die Kunstwelt entlassen können. Ich freue mich, dass wir hier sind, dass Sie alle da sind und ich oder wir blicken mit Vorfreude also auf alle Kunstereignisse an diesem Abend und in den kommenden Tagen. Nochmals herzlichen Dank für die Ermöglichung und Organisation des Rundganges. Auch Lutz Hofmann möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, die Arbeit sozusagen aus dem Konzept innerer Dienst ist ganz wichtig, dass wir hier sicher und kommunikativ miteinander veranstalten können und die Konzepte zu nachhaltigem Aufräumen, Recyceln, Ausräumen, Umgang mit angesammelten
Materialien, die hier und dort lagern. Ich freue mich darauf, wenn dieser Prozess auch in eine kreative Entfaltung sich begibt. Also bevor ich das Wort an Christian Sehry überreiche nochmal, möchte ich gratulieren und mich für die gute Zusammenarbeit und das konstruktive Miteinander bedanken. Danke.